Alles gut bei dir? Ach ja. So ein bisschen hier. Bisschen kraulen. Hm? Wird's besser? Ach, Mäuschen. Wenn das nicht hilft, dann nur noch eins. Dann musst du den Kopf abschneiden. Dann mach ich das eben. Luca, nein! Luca. Susi, komm schnell! Oh, das ist so blöd. Schatzi! Was ist? Susi, die. Ach du Scheiße, was denn da passiert? Frank! Ich ruf mal gerade den hin. Was hast du gemacht? Nicht rausziehen, Schatz, nicht rausziehen. Das ist. Das war ein total furchtbarer Moment. Als ich da rein bin in das Zimmer, ich sah direkt das Messer in dem Bein meiner Tochter stecken. Ich bin für solche Momente nicht gemacht. Also das war ganz, ganz furchtbar. Das ist mit einer der furchtbarsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Die 9-jährige Luca hat angedroht, mit einem Messer die starken Kopfschmerzen herauszuschneiden. Das Resultat ist allerdings eine Wunde am Oberschenkel, da das Mädchen mit der Klinge abgerutscht ist. Zum Glück ist der Rettungsdienst sofort da. Was ist denn passiert? Das kriegen wir hin. Ja, der hat mit dem Messer ein bisschen rumgespielt. Ich mache mal ein bisschen Platz hier. Hi. Also eigentlich auch nicht wirklich rumgespielt. Die hat so starke Kopfschmerzen. Ach du. Ja, können Sie das rausnehmen, bitte? Nee, nein. Wir haben jetzt hier keine Möglichkeit zu sehen, ob das irgendein Gefäß getroffen hat. Nee, weil das würde es dann nicht verschließen. Ja. Wir machen das jetzt fest. Das tut auch nicht weh. Wir machen das ganz, ganz vorsichtig. Ne, damit das nicht mehr verrutschen kann oder rausfallen kann. Und dann haben wir hier ein Feinboard. Das ist so ein gelbes Brett. Da legen wir dich dann gleich drauf. Brauchst gar keine Angst haben. Ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind ganz vorsichtig, okay? Und jetzt hast du auch immer noch so dolle Kopfschmerzen. Hat sie hat schon öfter? Seit Monaten Kopfschmerzen. Beim Kinderarzt schon mal gewesen? Ja, wir gefühlt tausendmal überall. Die können nichts finden. Meine Tochter hat wahnsinnige Kopfschmerzen. Seit 3 Monaten ungefähr. Und es ist so schlimm. Und jetzt sowas hier. Im Untersuchungsverlauf teilte uns die Mutter noch mit, dass dieses ganze Dilemma jetzt passiert ist, weil die Kleine mal wieder sehr, sehr starke Kopfschmerzen hätte. Das wäre auch schon in der Vergangenheit des Öfteren der Fall gewesen. Sie hätte auch schon Augenarzt, Kinderarzt, diverse Untersuchungen durchführen lassen, leider ohne Resultat. Und das werden wir auf jeden Fall im Krankenhaus dem aufnehmenden Arzt gleich auch noch mal mitteilen. Da muss unbedingt noch mal nachgeschaut werden, warum hat das Kind immer Kopfschmerzen. Nachdem in der Klinik zunächst die Beinwunde versorgt ist, folgen einige neurologische Untersuchungen. Dabei kann der behandelnde Arzt aber keine Ursache für die starken Kopfschmerzen der Schülerin finden. Deshalb schalten die Eltern auf seinen Anraten Familienhelfer André Schmidt ein, der sich heute auf den Weg gemacht hat. Luca, hör mal. Was machst du? Luca, was machst du? Hey, sag mal, wie sieht's denn hier aus? Was machst du, Kind? Komm da raus. Was ist los, Schatz? Was hast du gemacht? Du wolltest an Mamas Medikamente? Ich wollte, dass die Kopfschmerzen weggehen. Ach, Schatz, das sind Mamas Medikamente. Als ich ins Badezimmer kam, war ich total entsetzt, weil meine Tochter in der Badewanne stand und an meine Medikamente wollte. Es hätte alles Mögliche passieren können. Das Kind hätte ausrutschen können oder wenn ich eine Minute zu spät gekommen wäre und sie hätte schon die Medikamente genommen. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ich hatte einen Riesenschock. Ist ja schon da. Oh, warte mal, komm mal her, Schatz. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo, Luca. Hallo. Also nachdem wir im Krankenhaus waren, hatte der behandelnde Arzt gesagt, dass wir unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen müssen und hat uns zu dem Familienhelfer geraten. Und das war auch wirklich etwas, woran ich vorher noch nicht gedacht habe. Wir hatten gerade schon wieder so eine Situation im Badezimmer. Hast du das sogar nicht mitgekriegt, ne, Frank? Nee, was denn? Sie wollte an unsere Erwachsenenmedikamente rangehen, weil die ja uns angeblich so helfen, damit sie diese Kopfschmerzen nicht mehr hat, ne? Und das ist genau so eine gefährliche Situation, wie wir sie gehabt haben mit dem Messer im Bein, Luca. Ja, das ist davon jetzt haben immer Sie noch aber mal. Ja gehört. Ja, ne? Habe ich das gehört. Das brauche ich jetzt nicht noch mal zu erzählen. Ne? Ist das Bein denn gut so weit verheilt? Dass sich die 9-Jährige auf der Suche nach Schmerzlinderung immer stärker selbst gefährdet, macht den Eltern schwer zu schaffen. Auf der Suche nach einer Lösung teilt Mutter Susi ihre Gedanken hoffnungsvoll dem Sozialpädagogen mit. Mein Mann und ich, wir haben es schon mal überlegt, ob es vielleicht daran liegen kann, dass Luca sehr ehrgeizig ist. Mhm. Sie ist jetzt in der 4. Klasse, sie möchte unbedingt aufs Gymnasium.
Und da viele, viele, ja, und hat auch große Ziele grundsätzlich halt so in ihrem Leben, ne? Vielleicht setzt sie sich da ein bisschen zu sehr unter Druck. Also letztes Mal hat sie eine 2- geschrieben in Mathematik, da hat sie mir angefangen zu weinen. Obwohl es kommt, also weder Frank noch ich machen, also eine 2- ist super, ja. Aber sie denkt halt, es reicht nicht, ne? Sie möchte immer... Sie hat sehr hohe Erwartungen an sich selbst. Ja, genau, richtig. Okay. Familienhelfer André Schmidt hält Lukas' schulischen Ehrgeiz für einen guten Ansatzpunkt. Da offenbar kein Druck der Eltern in dieser Hinsicht auf der Grundschülerin lastet, will der Sozialpädagoge herausfinden, was die Neunjährige zu besonders guten Noten treibt. Du, wie war denn das mit deiner Note, wo du die 2- hattest? Wie hast denn du dich da gefühlt? Nicht so gut, weil aufs Gymnasium muss... Also ich möchte gerne aufs Gymnasium und... Ja, da, und ich muss ja auch schaffen, erst mal drauf zu kommen. Wenn ich jetzt immer nur solche Noten mache, dann schaffe ich es ja vielleicht nicht. Ja. Also du setzt dich da schon sehr unter Druck, hm? Nein, das ist für mich kein Druck. Findest du nicht? Nein. Also mir ist in dem Gespräch aufgefallen, dass die Lukas sich wohl sehr unter Druck gesetzt fühlt, durch das, dass die Eltern da mit dabei waren. Deswegen wollte ich ihr mal die Möglichkeit geben, und die Situation lösen und mit dir drüben in ihrem Zimmer unter 4 Augen mal eine kleine Übung machen. Dann darfst du dich jetzt mal hier an die Wand stellen und dir vorstellen, dass unter dir ein Stuhl ist und dich mal hinsetzen. Also so runter. Genau, gehst jetzt einfach mal so rund in die Hocke. Ist doch ganz einfach. Genau, jetzt wirst du anfangs merken, dass es noch sehr einfach ist. Aber jetzt musst du mal warten, wie es mit der Zeit wird. Ich wollte hier mit dieser Übung zeigen, dass es am Anfang vielleicht noch einfacher ist, mit gewissem Druck umzugehen, dass es aber im Verlauf eben schwieriger werden kann, wenn es dann einfach mal irgendwann zu viel wird. Merkst du schon, es wird schwieriger, gell? Ja. So, aber das ist auch gar nicht schlimm. Komm mal her. Setzen wir uns mal aufs Bett. Im Gespräch mit dem Sozialpädagogen versichert die Viertklässlerin glaubhaft, dass es nicht die Schule ist, die sie so stark beschäftigt. Aber offensichtlich hat die Übung bewirkt, dass das Mädchen über ein ganz anderes Thema reden will. Du möchtest gute Noten in der Schule schreiben. Und all das setzt dich nicht unter Druck. Nein. Was denn dann? Was könnte es denn dann sein? Ich werde alle meine Freunde verlieren. Also wieso denkst du, dass du sie verlierst? Gibt es da irgendwas? Ist das dein Freundebuch? Ja. Aber schau mal, du hast doch ganz viele Freunde. Das ganze Freundebuch ist doch voll. Ja, aber ich werde die alle verlieren. Wieso denkst du denn, dass du sie alle verlieren wirst? Guck mal, jetzt bin ich da, jetzt kann ich dir helfen. Du kannst wirklich ehrlich zu mir sein. Was sind das denn für Sachen? Das sind nicht meine. Woher kommen die? Die sind von meinen Freundinnen. Von deinen Freundinnen? Warum hast du die denn jetzt bei dir? Weil meine Eltern, die kaufen mir nicht so viel. Und alle meine Freunde haben so tolle und viele Sachen. Und du warst enttäuscht, dass du das nicht alles hast? Ja. Eigentlich fehlt es der Neunjährigen zu Hause an nichts. Aber die Spielsachen der Freundinnen haben sie anscheinend so beeindruckt, dass sie sich nach jedem Besuch eingebildet hat, viel weniger zu besitzen. Deshalb fing sie an, die Mädchen zu bestehlen. Wie weit seid ihr? Ihre Tochter hat sich gerade offenbart. Also ich glaube, wir haben das Problem gefunden. Wieso, was ist da? Ja, als meine Tochter dann offenbart hat, warum oder was bei ihr die Kopfschmerzen ausgelöst hat, war ich zuerst mal total entsetzt und habe gedacht, mein Gott, das gibt's doch gar nicht, dass unser eigenes Kind klaut. Ne? Dann habe ich aber die Not gesehen und war natürlich auch irgendwie sehr erleichtert darüber, dass es, dass in Anführungsstrichen das nur hinter den Kopfschmerzen steckt. Es hätte ja auch schlimmere Sachen sein können. Also ich würde vorschlagen, dass sie sich da einfach mit jeder einzelnen Freundin, wo sie da was geklaut hat, einfach nochmal zusammensetzt und ihr die Gründe erzählt und
einfach erläutert, warum sie das getan hat und sich entschuldigen, ihr sagen, dass es ihr leid tut. Schweren Herzens hat Luca mit jeder ihrer Freundinnen gesprochen und sich entschuldigt. Die meisten konnten die Entschuldigung annehmen, nachdem sie die wahren Gründe erfuhren. Ein großes Glück für die Neunjährige, denn die Kopfschmerzen sind weg, weil sie nicht mehr den Druck ihres schlechten Gewissens aushalten muss.